Uttita Urdhva Padmasana ist der aufgerichtete Kopfstand im Lotus. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Kopfstand. Beziehungsweise aus dem Fersensitz faltest du die Hände, Ellbogen auf den Boden, Kopf auf den Boden, dann hebe die Beine hoch. Jetzt bist du in Shirshasana. Jetzt beuge die Knie und gib die Füße auf die Oberschenkel bzw. die Hüftbeugen. Wenn du jetzt die Knie nach unten gibst und die Oberschenkel parallel zum Boden, dann ist das Urdhva Padmasana Grundstellung. Wenn du dabei die Knie ganz nach oben gibst, dann ist das Uttita Urdhva Padmasana die aufgerichtete obere Lotusposition.